Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Elvib Bestwin. Wir machen heute die letzte Beschwörer-Quest auf Level 70 und dazu sprechen wir mit Yimitra. Wie komme ich denn da? Ah, jetzt bekomme ich mein Bahamut-Beschwörung. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt genug über das ätherochemische Forschungslabor, dank meiner Schwester und ihrer ausgezeichneten Beziehungen. Unsere Expedition kann beginnen, Elvib. Allerdings müssen wir uns vorsehen. Der Ort gilt als hochgefährlich und darf nur für kurze Zeit betreten werden. Wir werden uns schnurstracks zu unserem Zielpunkt bewegen. Keine Umwege. Wo sich Sardes Forschungsarbeiten befinden, sollten wir an einer der Informationsterminals erfahren. Ein solches zu finden, wird also unsere erste Aufgabe sein. Tanzender Wolf und seine Einheit werden uns unterstützen. Bereite dich gut vor und triff uns dann in der Helix in Azizla, verstanden? Gut, also auf nach Azizla. Dieser Ort ist nicht von dieser Welt, was? Ich will hier nicht länger als nötig bleiben. Also lasst uns schnell ein Informationsterminal finden. Da erfahren wir, wo Sardes Forschungsarbeiten aufbewahrt werden? Angeblich ja. Dann müssen wir nur noch an den Sicherheitssystemen vorbei und Sardes Klon ausschalten. Problem gelöst. Wenn es so einfach wäre. Doch wir wissen immer noch nicht mit Sicherheit, ob wir es wirklich mit einem Klon zu tun haben. Ein künstliches Lebewesen wäre, nun ja, immer noch ein Lebewesen. Aber der Gegner, der sich Elvib auf Robbenholm in den Weg gestellt hat, wirkte irgendwie kalt und berechnend. Da muss ich dir beipflichten. Das ändert aber nichts an der Sache. Wenn wir Prinzis Geheimnis offenlegen wollen, muss der Kerl dann glauben. Ganz egal, ob Klon oder nicht. Du hast ja recht. Nun, wie auch immer. Erst einmal müssen wir das Informationsterminal finden. Elvib, du siehst dich bei der Kriegstirade auf dem Flaggschiff um. Wir kümmern uns um den Rest. Und werdet nicht leichtsinnig. Dieser Sari könnte hinter jeder Ecke lauern. Okay, auf zur Kriegstirade. So, hier bin ich bei der Kriegstirade. Das muss ich finden. Hier oben was? Ah, genau, okay, da ist doch schon was. Achso, vielleicht sollte ich mal mich beschwören. So, okay. Erledigt. Und da ist die Informationsterminal. Mir war klar, dass du zuerst fündig werden würdest. Dein Potenzial übertrifft schließlich selbst das des großen Sari. Elvib, alles klar? Da ist ja der miese Klon. Klon? Das glaubt ihr einfälligen Narren also? Tut mir leid, aber da muss ich euch enttäuschen. Mit solchen niederen Existenzformen habe ich nichts gemein. Bekämpft mich unter dieser Fehlannahme und ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Ich erwarte dich im Zentrum des Forschungslabors. Das ist wirklich deine letzte Prüfung. Versage
und du wirst die Wahrheit nie erfahren. Weg ist er. Albe, hast du das gesehen? Er ist fast so verschwunden wie ein Egi. Du meinst, wir könnten es mit einer Beschwörung in der Gestalt von Sari zu tun haben? Dafür wirkt er aber ziemlich lebendig. Mit genügend Rechenleistung wäre eine solche optische Täuschung theoretisch machbar. Eine Beschwörung ganz ohne Grimoire? Unmöglich ist es nicht. Wenn man die Arbeit meines Meisters konsequent zu Ende denkt, dann könnte dieses Informationsterminal die Rolle des Grimoires übernommen haben. Wie der Ekolith auf Robbenholm. Deshalb konnte er so plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. Heterochemisch verstärkte Beschwörungsmagie. Und unser Gegner ist ihr Produkt? Fragt sich nur, wo der Beschwörer steckt. Selbst wenn man das Grimoire ersetzt, braucht man immer noch jemanden, der die Beschwörung einleitet. Verstehe. Selbst wenn wir Sari besiegen sollten, solange der Beschwörer lebt, kann er ihn uns wieder und wieder auf den Hals setzen. Wer auch immer es ist, er kann nicht weit sein. Das bedingt die Notwendigkeit der räumlichen Nähe von Beschwörer und Beschwörung. Allerdings hat er hier einen Heimvorteil. Die grenzenlose Rechenleistung der unzähligen Mechanismen des Labors. Wir müssen uns auf maximalen Widerstand gefasst machen. Jetzt mach mal halblang. Die Beschwörung soll noch stärker sein als auf Robbenholm. Dann müssen wir ihren Urheber schleunigst aufspüren und ausschalten. Keine Angst. Auch wir haben ein Ass im Ärmel. Ich habe mir vor meiner Schwester ein Äthermessgerät ausgeliehen. Damit finden wir ihn. Also gut. Lass jetzt drauf ankommen. Crispin, Denise, Yaya Subu, haltet uns den Rücken frei. Klar, ihr könnt euch auf uns verlassen. Spürt den Halunken auf und macht ihn unschädlich. Okay, dann. Bist du bereit für den großen Kampf? Von mir aus kann es jederzeit losgehen. Die Route zu Saris Forschungsarbeiten konnten wir dem Terminal ja entlocken. Erteilen wir dem Klon eine Lektion. Kein Klon, sondern ein Egi-werter tanzender Wolf. Und genau genommen ist das gar nicht unser wirkliches Ziel, sondern sein Beschwörer. Na, so oder so. Draufhauen wird helfen. Also, wir gehen wie vor, wie besprochen. Ihr drei haltet uns den Rücken frei. Wird erledigt. Ymitras Aufgabe ist es, den Drahtzieher hinter Saria ausfindig zu machen. Erwin und ich machen dem Spuk dann ein Ende. Auf geht's. Gut, letzte Solo-Instanz als Beschwörer. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Dass ihr die letzte Prüfung besteht und zu mir findet. Da ist ja der falsche Hase. Ymitra, ich hoffe, dein Spielzeug funktioniert. Finde den Beschwörer. Ich verschaffe uns etwas Zeit. Wir sind hier, um Principias Siegel aufzuheben. Von uns aus gerne auf diplomatischem Weg. Aber auch auf kriegerischem, wenn es sein muss. Dann, so tut es mir leid, werden wir kämpfen müssen. Alles andere widerspricht meinem Daseinszweck. Euch ist doch mittlerweile sicher klar, mit wem ihr es zu tun habt, oder? Ja, du bist ein Egi in der Gestalt von Meister Sari. Ein Wesen, das seine Existenz der Fusion von Beschwörungsmagie und Ätherochemie verdankt. Mein Meister war ohne Zweifel der mächtigste Beschwörer, den Alak je hervorgebracht hat. Doch das heißt gar nichts.
Du bist lediglich eine Kopie, wie exakt sie auch sein mag. Gegen den Erfahrungsschatz einer Beschwörerin aus Fleisch und Blut wie Elvib, die sich ihr Können hart erarbeitet hat, bist du chancenlos. Da ist du gewaltig. Man hat bei meiner Konstruktion an alles gedacht. Auch an eine adaptive Lern- und Optimierungsfunktion. Lass es mich so sagen, damit auch ihr Laien mich versteht. Ich habe auf jemanden gewartet, der Sardis Potenzial übertrifft. Es ist mein Ziel, diese Existenz im Kampf zu besiegen und zu egifizieren. Du willst Elvib, die Kriegerin des Lichts, töten und zu deinem Egi machen? Exakt. Eine friedliche Lösung steht daher nicht zur Debatte. Die Beschwörungsmagie wurde geschaffen, um Gutes zu tun, und du willst diejenigen töten, die das am vorbildlichsten von allen tut? Das entbehrt jeglicher Logik. Wie sieht's aus, Ymitra? Immer noch nichts gefunden? Oh doch, gerade eben. Tarnvorrichtung hin oder her. Ich frage mich, wie wir einen derart großen Gegner übersehen konnten. Darf ich vorstellen? Respekt. Ihr habt das Beschwörungssystem also entdeckt, eine künstliche Intelligenz mit der Fähigkeit, jedwedes Wesen zu beschwören. Die Krone der Schöpfung des großen Sari. Mit Spielzeugen wie sprechenden Büchern hat das rein gar nichts zu tun. Glaubt ihr immer noch, dass ihr mich besiegen könnt? Glaubt ihr etwa, ein kurzgeschlossener Schrotthaufen wie er hat auch nur den Hauch einer Chance gegen die mächtigste Beschwörerin, die seit dem großen Sari auf ihr Seher wandelte? Machen wir diesen Unsinn ein Ende. Also gut. Dann mal auf da. So, und jetzt du. Langsam aber sicher geht es runter. Ach Mann, das sind neue Saris gekommen. Schnell fertig. Und dann können wir uns ja wieder dem Beschwörungssystem zuwenden.
sind neue Saris da. Oh, was ist denn da noch dazu gekommen? Ein FX1975. Jetzt tanzender Wolf, ganz schön zu, sehe ich gerade. So. Ah, jetzt kommt schon wieder so ein Sprengstoffteil. Oh, was beschwert dann jetzt schon wieder? Noch ein FX1979. Der ist doch erstmal am Rad. Ja, komm, großer Sari. Du bist doch kein Gegner für mich. Naja, jetzt machen wir dich platt hier. Die ganzen unvollständigen Sadis. Genau, haben mich nicht mehr interessiert. Wir haben es geschafft, Elvip. Ausgezeichnet, Elvip. Und jetzt nicht sie weg hier. Jo, Spielinhalt beendet. Gute Arbeit, Elvip. Tanzender Wolf steht drinnen nochmal, sieht drinnen nochmal nach dem Rechten. Ich hielt das alleine zwar für zu gefährlich, aber er meinte, er schafft das schon. Wir sollten uns nach dem schweren Kampf erstmal ausruhen. Naja, wenn es hart auf hart kommt, stehen wir ihm natürlich bei. Jetzt aber genug mit den ständigen Kämpfen. Lasst uns erstmal den Sieg feiern. Prinzis Siegel ist aufgehoben. Jetzt erfahren wir endlich das Geheimnis von Sari. Was für ein glanzvoller Sieg. Ich habe zwar eigentlich keine Gefühle, aber es ist, als wäre mir ein Stein von meinem nicht vorhandenen Herzen gefallen, glaube ich. Mit dem geheimen Wissen von Sari wirst du sicher noch stärker, Elvip. Und das Beste, von dir können wir im Gegensatz zu einem längst verstorbenen Lehrmeister sogar lernen. Genau zu diesem Zweck hat mich mein Meister ja geschaffen. Um sein Wissen und einen würdigen Nachfolger weiterzureichen, damit es weiterlebt und auch in Zukunft von Nutzen ist. Das Studium der geheimen Lehren sollten wir in aller Ruhe in Gdania fortführen. Findest du nicht auch, Elvip? Danke für eure Hilfe, Legionäre. Zurück nach Gdania. Was mit drei kleinen Prüfungen getan sein sollte, hat sich zu einem ziemlich epischen Abenteuer entwickelt, was, Elvip? Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass es uns auf den schwebenden Kontinent verschlagen würde. Das kam auch für mich überraschend und ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Doch ihr habt auch diese Herausforderung glänzend gemeistert und nun kann ich dir endlich deine verdiente Belohnung zuteil werden lassen. Herzlichen Glückwunsch, Elvip.
Das Geheimnis des letzten großen Beschwörers der Alaga ist dein. Und noch ein Geheimnis hat sich gelüftet, und zwar dank der Aufklärungsarbeit von Tanzender Wolf und seiner Einheit. In der Tat. Wir haben das Beschwörungssystem noch einmal genauer unter die Lupe genommen und in seinem Inneren mehrere Kristalle gefunden. Prinzi konnte uns bestätigen, dass dies die Kristalle von Sadis Schüler waren. Wir sind außerdem auf Aufzeichnungen aus der Zeit seiner Entstehung gestoßen. Darin heißt es, dass Sari nach dem Tod seiner Schüler wie ausgewechselt war. Kein Vergleich zu dem besonnenen Mann, als den ihn Prinzi kannte. Er hatte das Vertrauen in seine Generation gänzlich verloren und suchte besessen nach einem weiteren Weg, sein Wissen um die Bekämpfung der Primae der Nachwelt zu erhalten. Diese Suche brachte ihn schließlich erneut in Berührung mit der Äterochemie. Das Ergebnis war das Beschwörungssystem, gegen das er gekämpft hat. Eine hochgefährliche Waffe, die dank der eingebauten Kristalle und atemberaubender Berechnungsgeschwindigkeit mehrere Beschwörungen gleichzeitig ausführen konnte. Sari programmierte die Maschine darauf, zur ultimativen Bastion gegen die Primae zu werden. Zu diesem Zweck ließ er sich am Ende sogar von ihr töten, damit sie seinen Äther aufnehmen und ihn fortan beschwören konnte. Auf diese Weise lebte ein Teil von ihm in der Maschine fort. Was treibt einen Mann dazu, so weit zu gehen? Hat ihn der Verlust seiner Schüler so sehr belastet? Vielleicht hat er ihre Kristalle auch deshalb in die Maschine eingebaut, damit ihr Geist wie der seine in ihr überdauern würde. Oder wollte er die Kristalle gar vor Missbrauch schützen? Selbst wenn es so sein sollte, sein Weg war auf jeden Fall der falsche. Wenn man Prinzi als ein Zeichen seines Idealismus und seines Vertrauens in die Völker betrachtet, dann war dieses amoklaufende Beschwörungssystem ein Spiegelbild seiner Hoffnungslosigkeit und Wut. Ja, da hast du wohl recht. Was sollen wir jetzt eigentlich mit den Kristallen machen? Wir müssen unbedingt verhindern, dass sie abermals in die falschen Hände geraten. Ich könnte sie sicher verwahren, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sie einzusetzen. Verwahren? Wie denn das? Etwa in deinem Maul? Keine Angst, ich werde sie nicht auffressen. Aber wenn die Zeit gekommen ist, gebe ich sie wieder her. Mehr kann ich im Moment sowieso nicht tun. Elvip hat mein Geheimnis erfahren. Damit ist meine eigentliche Aufgabe erfüllt. Moment mal. Das klingt aber schwer nach Abschied. Willst du uns etwa verlassen? So ist es vorgesehen. Auf mich wartet ein weiterer langer Schlummer. Ich hoffe, ihr seid deswegen nicht traurig. Auch wenn ich selbst als magisches Wesen von Traurigkeit natürlich nichts verstehe. Der Definition nach vermute ich jedoch, dass man traurige Situationen möglichst vermeiden sollte. Staubtrocken bis zum Schluss. Die Beschwörungsmagie wurde geschaffen, um die Primae zu bekämpfen. In einer idealen Welt würdet ihr von diesen verschont bleiben und ich könnte für immer ruhen. Lebt wohl, Erwin. Ist das zu fassen? Schläft einfach so ein. Naja, kurz und schmerzlos, was? Warte mal, liest sie jetzt gerade wieder in Prinzi? Das ist aber vor eben noch dicker gewesen. In der Tat. Nun lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Prinzi so schnell nicht aus seinem Schlummer erwachen muss. Was meint ihr? So, jetzt kann ich Bahamut beschwören und damit endet Abschnitt der Beschwörerauftragsreihe. Um sie fortzusetzen, muss ich Shadowbringers haben und das Hauptszenario von Shadowbringers zu Ende haben. Rollenaufträge muss ich auch gemacht haben, bla bla bla, okay.
Gut, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.